Hallo Freunde, da bin ich wieder und zwar heute, ja, aus gegebenen Anlass ein paar Tipps oder Tricks zu Windows 10. Und zwar einmal, ich melde mich mal erstmal hier auf meine Windows 10 Maschine ein, einmal wie man das Tablet-Modus aktiviert bzw. deaktiviert. Das geht ziemlich einfach, wenn man es weiß. Wie? Einmal einfach hier auf das Windows Start-Button-Menü draufklicken und hier auf Einstellungen. Zack, und jetzt auf System. Und hier auf der linken Seite jetzt einfach hier Tablet-Modus markieren, auswählen und einfach einschalten. Zack. So, jetzt sind wir schon in den Tablet-Modus. Jetzt ist es ja für Touch-Eingabe optimiert. Was jetzt anders ist, ist zum Beispiel, dass wenn wir hier sehen, wenn wir jetzt ist das normales PC oder Laptop-Modus. Diese Schaltflächen hier schließen, maximieren, minimieren. Die sind jetzt da, wenn wir das jetzt umschalten auf Tablet-Modus. Die sind jetzt weg, ja. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch andere Anwendungen starten, haben wir diese Flächen nicht mehr. Schließen, minimieren, ja. Die sind jetzt einfach weg und alle Anwendungen, die werden dann standardmäßig in so maximiert gestartet und die Schaltflächen hier zum Schließen oder Minimieren fehlen, wie gesagt, wenn wir das genauso wie das Menü übrigens hier, ja, das wird jetzt, wenn wir jetzt draufklicken, das startet jetzt standardmäßig so auf dem ja, ganzen Bildschirmmodus und das können wir jetzt auch nicht mehr kleiner machen oder minimieren. Um das wieder umzustellen, einfach wieder hier auf Einstellungen und hier Tablet-Modus. Einfach wieder ausschalten. Jetzt sind wir wieder in den PC oder Laptop-Modus. Die Schaltflächen sind auch wieder da. Genauso wie das Menü. Das wird jetzt wieder minimiert gestartet. Das können wir jetzt aber hier über diese Option hier einfach maximieren und wieder minimieren. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Tablet-Modus. Eine weitere Frage war, wie ich diesem mit Windows 10 diese neue ja, Option oder Effekt hier, wenn jetzt mein wenn wir jetzt eine Anwendung hier minimieren zum Beispiel, zack, dann oder wieder maximieren, dann haben wir diese Verzögerung, dieses Effekt. Das soll, weiß ich nicht, vielleicht schick sein oder keine Ahnung. Ja, das geht auch zum Beispiel meinetwegen hier für den Windows Explorer. Wenn wir das einmal starten, wenn wir das minimieren und wieder hier maximieren, dann sieht man dieses ja eine kleine Verzögerung irgendwie. Ja, das ist irgendwie zack. Wer dieser Effekt deaktivieren möchte, das geht, ich schließe das mal, ja auch, ja ziemlich einfach mit einem etwas versteckte, ein paar versteckte Optionen hier. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf das Windows-Button oder Start-Menü, wie auch immer, draufklicken, hier unten in der Suche einfach, ich habe das jetzt in Zwischenspeicher kopiert gehabt, System Properties Performance eingeben und entweder Enter-Taste drücken oder hier System Properties Performance einfach draufklicken, dann erscheint dieses Fenster und hier ja einfach hier die erste Option hier sollte es sein, Animation bei Minimieren und Maximieren von Fenster, einfach den Haken rausnehmen, übernehmen und auf OK, mit OK bestätigen. Und schon haben wir jetzt, wenn wir jetzt
eine Anwendung ja, maximieren oder minimieren, dann sehen wir, dass dieses ja, Schnörkeln oder wie man das nennen möchte, diese Verzögerung ist weg. Das wird jetzt ist entweder auf oder zu. Genau. So, das war die zweite Frage. Und das dritte war genau, wie wir jetzt hier, wenn wir das Startmenü hier, das war wie bei Windows 7 hier die linke Seite haben und diese Kacheln hier, ob man die, wie man die wegbekommen oder ja, wie man die wegbekommt. Das geht auch, ja, auch ziemlich einfach, und zwar indem man sich jetzt das Menü hier aufruft. Und ich weiß nicht, ich glaube, man muss jede einzelne, ja, zack, das war's nicht. Und jetzt, ja, einfach auf den Start-Button hier klicken. Und wenn das Menü sich hier öffnet, einfach die einzelnen Apps hier mit der rechten Maustaste hier auswählen und hier einfach von Start lösen. Zack, zack. Und zwar alle, bis das Fenster hier rechts leer bleibt. So, jetzt ist das Fenster leer hier. Und jetzt können wir einfach hier am Rand gehen und mit der gehaltenen linken Maustaste einfach kleiner machen. Zack, und schon haben wir das Menü. Das sieht dann so aus. Und die Kacheln hier sind weg. Ja, das war's schon. Ja, ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie helfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen und bis nächstes Mal.